Herzlich willkommen, allen Freunde, zu Pokémon Schwert. Wir spielen gleich das DLC, die Rüstungsinsel. Hier ist mein Team. Wir haben links Viscargo in Shiny. War mein erstes Shiny-Pokémon in Pokémon Schwert. Habe ich nach 2 Eiern bekommen, obwohl ich danach nicht gesucht hatte. Dann haben wir Kramorx, Maxax wegen Tuchschlag. Dieses Wasserviech, Memeon, Drittentwicklung. Diese Flammen, Tausendfüßler und Marilith? Auf jeden Fall auch in Shiny. Genau, das sind unsere Pokémon. Ich glaube, ich habe gerade nur eins davon mit, tatsächlich. Damit habe ich die ganze Story durchgespielt. Eigentlich mache ich das immer so, dass ich wirklich nur mit neuen Pokémon spiele. Habe ich auch gemacht, aber dann habe ich 2 Shinies bekommen. Dann dachte ich mir, okay, Leute, ich muss das nutzen. So, im Team haben wir jetzt... Ah, Marilo oder so. Irgendwie so. Wie heißt du? Marilith oder so? Maritelith. Okay, Maritelith. Okay. Das haben wir auf jeden Fall. Ich dachte mir eigentlich, vielleicht starten wir nur mit dem hier, weil ich glaube, ich habe nämlich die anderen gar nicht mehr hier auf der Box. Oh, doch. Doch, Kramox ist auch noch da. Kramor ist auch noch da. Mit dir habe ich, glaube ich, das erste Mal die Liga durchgemacht. Nehmen wir dich auch mit. Weil ich denke, die meisten, die sind eh schon alle weg. Die sind schon drüben. Auf Pokémon Home. Ich gucke gerade hier einmal durch. Nee. Hier auch nicht. Hier haben wir Maxmax. Du warst es doch, ne? Ja, ich glaube schon. Hast du Tuchschlag? Ja, Tuchschlag. Perfekt. Damit wir Pokémon fangen. Und hier ist mein Infernopod. Infernopod, genau. Und jetzt fehlt eigentlich nur mein Memeon-Typ. Aber den habe ich hier, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Doch, den muss ich doch hier haben, oder? Komm, bitte. Oh Gott, es sieht schwarz aus, Leute. Wir können mal unten suchen. Pokémon. I. Ich meine, es hieß I. Oh, vollkommen falsch. I. Inteleon. Inteleon. J suchen. So, dann suchen wir mal eben hier. So, ich gehe aber nach da oben. Hier habe ich ein paar Shinies gefangen. Die kann ich euch mal eben zeigen. Ich habe Isso Shiny. So. Ich habe Togepi Shiny. Und ja. Die habe ich letztens gefangen. Habe ich es echt übersehen? Aber nee, ich glaube, ich habe es nicht übersehen. Ist das echt in Pokémon Home? Ja gut, ne? Dann lassen wir das mal schön in Pokémon Home. Und wir gehen einfach mal rein. So, hallo. Mit dem Rüstungspass kannst du zur Rüstungsinsel reisen. Wo soll es hingehen? Zur Rüstungsstation, bitte. Aber wohin werden wir gebracht? Oh, der Bahnhof ist neu, glaube ich, ne? Ja, ich meine schon. Ich finde, irgendwie kann das Spiel nur lauter sein, oder? Beziehungsweise ich habe gerade überhaupt keinen Ton, glaube ich. Na gut. Ah, hier sind wir. Ach, wir werden hingeflogen. Okay, ja, ist auch eine Insel, ne? Wie sollen wir sonst rüberkommen? Vielleicht mit dem Schiff? Hey, du da! Du siehst mir so aus, als sei das dein erster Besuch auf der Rüstungsinsel, stimmt's? Ich erforsche die Lebensweise der Pokémon auf dieser Insel. Weißt du was? Zeig mir doch mal kurz deinen Pokédex. Ich werde ihn aktualisieren, damit du die hissigen Pokémon darin registrieren kannst. Oh, danke schön. Gerade war auch die Pokémon-Präsentation. Nächste Woche kommt was richtig Cooles raus. Also zumindest ein Trailer dann. Es würde mir bei meiner Forschungsarbeit sehr helfen, wenn du möglichst viele Pokémon fangen und mir ihre Pokédex-Einträge zeigen würdest. Da freue ich mich mega drauf. Ich hoffe auf Pokémon Diamant Remake. Eigentlich Platin, aber Platin wird es wahrscheinlich nicht sein, weil Smaragd wurde auch nicht gedingst. Deswegen denke ich eher an Pokémon Diamant und Perl. Eigentlich bin ich hier, um den Dojo dieser Insel beizutreten, aber da treibt sich so eine seltsame Person vor der Station rum. Och, da ist sie. Schnell weg. Schnell weg. Hallo. Da bist du ja. Pünktlich auf die Minute, genau. Nicht schlecht für dein Alter. Du sag mal, kennen wir uns von irgendwoher? Ach, ist ja auch egal. Ich bin auf jeden Fall die
Sephora. Da ich schon länger dabei bin als du, kannst du mich gerne als deine Mentorin ansehen. Hier muss eine Verwechslung vorliegen. Also echt, du weißt schon, es geht um das Master Dojo, dem du heute beitreten sollst. Pokémon Snap wurde auch angekündigt, das fand ich mega cool. Ich habe damals Pokémon Snap nur bei Freunden gespielt. Und ja, ich freue mich dann richtige schöne Fotos zu machen. Ups, ich habe aus Versehen ZL gedrückt. Über mich, den allen Punkten perfekte zuckersüße Sephora. Okay, kämpfen wir doch erstmal, um zu sehen, auf welchem Stand du bist. Ich warte draußen auf dich, alles klärchen, komm einfach raus, wenn du bereit bist. Ja, zack, zack, zack. Der werde ich zeigen, aber so richtig. falls ihr euch wundert, wieso ich hier eine Frau spiele, ich mache das meistens so, dass ich eine Edition mit einer Frau spiele, und eine Dings mit, hier, ne, wie heiße, mit einem Mann. Und Schild habe ich halt mit einer Frau gespielt. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich heiße hier. Lynn, glaube ich, ne? Ich glaube, Lynn. Ich bin gespannt. Oh, Fleckmons gibt's hier. Okay, das haben wir ja schon. Das habe ich sogar in Shiny gefangen. Hihi, du siehst so aus, als wärst du zum ersten Mal auf der Rüstungsinsel. Dir juckt es bestimmt in den Fingern, dich hier gründlich umzusehen, was? Aber zuerst musst du mir zeigen, was du so drauf hast. Als deine Mentorin im Master Dojo. Werde ich mir jetzt ansehen, was du drauf hast. Mach dich auf was gefasst. Okay, Pokémon-Trainer Sephora fordert dich heraus. Was hat sie denn Schönes? Die hat auch einen X-Kristall, okay. Gift. Gift ist natürlich sehr gefährlich. Käfer, aber ich glaube, ich bin ganz gut gegen jetzt. Das ist bloß ein kleines Kräftemessen, also werde ich dich nun ganz sachte verprügeln, okay? Okay, 58. Oh, 58 ist ja natürlich überhaupt kein Problem. Psychokinese. Oh Gott, ich muss die Attacken noch einstellen. Sorry, Leute. Das habe ich jetzt. Das habe ich komplett vergessen. Tut mir leid. Weiterkämpfen, bitte. Oh, wie jetzt? Du hast mich in die Ecke gedrängt? Das geht ja wohl gar nicht. Ja, Fleckmann, du machst das schon. Käfertrutz. Marilo. Super gemacht. Sorry, Leute, dass die Attacken gerade ausgeschaltet sind. Muss ich auf jeden Fall gleich ändern. Oh, pass auf, mein nächstes giftiges Pokémon wie... Nanu, ich hab keins mehr. Mein Ziel ist es natürlich wieder den Pokédex voll zu machen. Mal gucken, wie wir das mit den Parts machen. Wird auf jeden Fall abwechselnd kommen, das Projekt. Also nicht jeden Tag, sondern jeden zweiten, denke ich. Das müsste ich nämlich schaffen, weil in 3 Tagen ziehe ich ja um. Doch für jemanden auf deinem Niveau. Naja, das könnte etwas zu viel für dich werden, verstehst du? Wie wäre es also, wenn du einen großen Bogen um unser Dojo da hinten machst und nach einer kleinen Sightseeing-Tour wieder brav nach Hause gefährst, hm? Oh, es gibt ja auch das hier. Bin ich nicht lieb? Eine Style-Karte, okay. Wer diese Karte bei sich trägt, erhält in Boutiquen und Friseursalons. Ah, oh, ich kann wieder Geld ausgeben, Leute. Damit steht dir in Boutiquen und Friseursalons eine größere Auswahl offen. Ja gut, dann. Mach's gut, auf nimmer Wiedersehen. Hehehe. Oh, cool. Endlich wieder ein neues Outfit, Leute. Meine Liga-Karte sieht so aus. Ich greife nach dem Schwert oben links. Was für ein Style ist das, ey. Guck mal, ich hab sogar Jace Pete's Meat. Da, super. okay. Ich wollte mal eben Pokémon wechseln, weil ich dachte mir, Inferno-Pot werde ich wahrscheinlich nicht gebrauchen. Aber das soll dann in meine, also neben den Shinies hin, damit ich das nicht verlege. So wie mein S. Marilo. Du bist natürlich auch sehr cool, aber ich möchte ganz gern, habe ich hier noch einen Fleckmon irgendwo herumfliegen? Oder muss ich mir gleich eins fangen? Im Notfall fange ich mir gleich eins. Ja gut, Leute, ne? Dann gehe ich mal eben hier zu einer leeren Box, da ist schon eine. So, super. Dann machen wir so. Oh, ich würde schon ganz gern sehen, die neuen Frisuren, Leute.
Wir fliegen nochmal zurück, Leute. Es tut mir leid. Aber ich möchte sehen. Ich möchte es sehen. Ich möchte die neuen Sachen sehen. Skins. Skins sind immer das Wichtigste in Spielen. Das wisst ihr doch alle von Fortnite, oder nicht? Sagt der noch nie einen Skin in Fortnite gekauft hat. Richtig. Richtig. In Pokémon kostet es nämlich nur Ingame-Geld. Und das bin ich bereit auszuzahlen. Ja, und nicht hier Euros reinzustecken. So, hallo, ich hab was Schönes. Oh, Moment mal, ist das etwa eine Style-Karte? Nur die berühmtesten Style-Experten in ganz Galar verfügen über diese extrem seltenen Items. Solch überrascht stylischen Kunden wie dir bieten wir selbstredend eine Auswahl der neuesten Trendfusionen an. In diesem Sinne, herzlichen Willkommen, Champ. Haare bitte. Oh Gott, ich bin gespannt. Was ist neu? Achso. Muss ich das anklicken? Ja, muss ich. Oh, ich finde das schon ganz cool. Kurzer Bob sieht cool aus. Okay. Ich glaube, die meisten, die kennen wir noch. Ach, da unten steht neu. Achso, okay. Dort. Nee, dort nicht. Kurz mit Undercut. Nee, auch nicht so. Dann sehen wir aus wie Dingsy Bumsy. Steckfrisur. Also, ich muss ja fast schon sagen. Ah, oh. Das kann man auch machen. Gibt es auch neue Farben? Nee, gibt es nicht. Okay, Leute. Ich glaube, wir bleiben bei Lang und Latt, ne? Wo ich muss sagen, ne, seitlich, das ist auch sehr hübsch. Oder hier kurzer Bob sieht auch richtig cool aus. Aber wir bleiben gerade, glaube ich, hier bei Lang und Latt. Ja. Ja, ist in Ordnung. So, danke, danke. Sieht zwar aus wie vorher, aber ja, möchte ich wieder aufsetzen, danke. Ich habe zwar keine Veränderungen, wir gucken aber noch eben in die Boutique, was es da jetzt für neue Klamotten gibt. Denn, ne, der Style ist natürlich auch in Pokémon sehr, sehr wichtig. Ja, ich habe eine Style-Karte. Dann gib mal her hier. Okay, da ist nichts Neues. Wie ihr seht, habe ich alles gekauft. Hier ist auch nichts Neues. Oh, hier sind neue. Ärmelloses Kleid. Okay. So sehe ich aber normal aus, ne? Ja. Nee, dann. Achso, die. Das habe ich. Stimmt. Na, da finde ich bis jetzt das nur. Oh, Rucksack. Mit Nieten. Rucksack mit Nieten. Das sieht natürlich auch cool aus. Ich habe. Die Tasche. Okay, dann muss ich mal kurz gucken hier. Ein kleiner Rucksack. Vielleicht ein neuer Rucksack kaufen. Sollen wir den in Weiß kaufen? Oder in Schwarz? Ich nehme den Schwarz. Ja, gleich anziehen. Danke. So, hier haben wir. Oh Gott, die Sachen habe ich noch gar nicht gekauft. Ist nicht schlimm. Hier haben wir auch nichts. Okay. Sehr schön. Ja, beenden. Gut, dann können wir jetzt wieder zur Rüstungsinsel. Haben einen neuen Rucksack gekauft, einen coolen. Und dann wollen wir da jetzt mal hin. Und dann machen wir da jetzt auch mal was. Bisschen. Die Parts werden vielleicht so 30 bis, ja, 30 bis, ne? Offen. Also auf jeden Fall Minimum sind 30 Minuten. Also können wir jetzt noch 17 Minuten hier was machen. Was sehe ich denn da hinten? Da hinten ist ein Stein. Das könnte vielleicht für Glaziola sein. Hallo Fleckmon. Oh, ich muss erstmal hier hinten gucken, Leute. Hallo Fleckmon. Obwohl, ich fange eins. Dann kann ich das gleich direkt entwickeln. Oh, Fleckmon. Hi. Erzwinge. Achso, ich wollte die Attacken einschalten. Oh, habe ich wieder vergessen, Leute. Habe ich vergessen? Mache ich gleich, ja? Mache ich gleich, sofort. Gut, das hat überlebt, das ist perfekt. Es regnet ein wenig, macht nichts. Beute. Du, Hyperball. So. Okay, der Ingame, hier dieses Dings, die Bums, das kann auch nur lauter gemacht werden. So, Attacken einstellen. Attacken, 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 Leute. Attacken. Einstellungen, Attacken. Animation,
Anschalten. Ja, danke. Ich wollte noch irgendwas mit dem Sound machen. Musik, Soundeffekte können ein bisschen. Und Pokémon-Rufe können ein bisschen. Laut, so. So. So finde ich das schon besser. So, oh, ein Abra. Ist das neu hier? Nee. Ah, Haspior! Haspior gibt's hier! Oh mein Gott. Ich liebe Haspior. Oh Gott, jetzt ist aber laut hier, ne? Muss ich gleich leise stellen. Oh, Haspior, ich liebe Haspior, Leute. Ich glaube, das wird mein nächstes Shiny, was ich haben möchte. Okay, ich muss mit meinem Drachen, mit meinem Maxax nach vorne gehen und die fangen. Pokémon. Ich mach die Online-Verbindung erstmal nicht an, weil ich denke, es würde laggen. Haspior! Oh, so süß! Es ist so süß. Das ist für mich eines der meist, ja, der cutesten Pokémon, die es hier im Spiel gibt. Oh, ich muss das echt leise stellen. Leute, sorry, ja? Ich hab's vergessen wieder. Ich hab's wieder vergessen. Schmeichler. Danke, Haspior, schön. Oh Gott, jetzt bin ich verwirrt. Finde ich nicht so cool. Hier, nochmal. Tuchschlag, komm. Super. Super, super. Tuchschlag macht, dass ich die Pokémon nicht besiege, sondern die überleben dann mit einem KP. Also mit Tuchschlag kann man niemanden besiegen. So, bald. Achso, ich könnte auch einfach X drücken. Ja, einsetzen. So. Cool. Haben wir Haspel auch schon? Sehr cool. Sind seine beiden Ohren aufgerollt, deutet das darauf hin, dass es ihm körperlich oder psychisch nicht gut geht und es Zuwendung braucht. Sehr schön. Sehr, sehr schön tatsächlich. So. Wir stellen das immer eins runter, okay? Super. So, wir gehen hier noch weiter entlang. Oh, hier ist ein Pokéball. Top Belever. Top Belever. Beleber. Haben wir noch ein Haspel? Oh, ein Chanara. Es läuft weg, okay. Das kriege ich aber trotzdem. Hallo, Chanara. Kann man hier auch ins Wasser? Ich weiß es nicht. Müssen wir auch gleich mal testen. Tuchschlag. Ah, Chanara ist auch neu, okay. Sehr schön. Gibt es hier nur neue Pokémon? Das wäre auch cool. So, hier werfen. Chanara gibt einem Let's Go die meisten Erfahrungspunkte. Oh. Hat überlebt. Weiche. Oh ne, es heilt sich. Es heilt sich. Bist du noch gelb? Oh Gott, nee, bist du nicht mehr. Kampf. Ja, schön, dass Maxax immer auf Anweisungen wartet. Aber ich will das nur ver. Oh Mann, nicht schon wieder Weichei. Chanera, das reicht jetzt auch, ja? Kleines Ding. Ja, hier, nochmal Tuchschlag. Komm, Chanera, mach irgendwas anderes bitte, ja? Irgendwas anderes machen. Zuflucht. Zuflucht ist super. So, und jetzt hier Hyperball. Da, 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 da. Super, sehr, sehr gut. Chanai war gefangen. Die Animation von Bomben sieht, glaube ich, besser aus, oder? Also zumindest jetzt hier im Bild. Ich weiß nicht, wie es jetzt hier in der realen Virtuality. Seine Eier sind äußerst nahrhaft und schmecken köstlich, weshalb sie als erlesene Kochzutat gelten. Oh. Das tut mir ein bisschen. Oh, das heißt, Vonera gibt es auch. Ich kann ja angeln. Düdüdüdüt. Da haben wir was? Was haben wir? Ein Karpador. Du bist nicht neu.
Du bist nicht neu. Das wüsste ich aber, wenn du neu wärst, ey. Da müssen wir mal ganz, ganz schnell wieder los. Flucht. Okay, also wir könnten, glaube ich, können wir da echt. Ne, ich wollte nicht ange. Och man. Ich wollte da schon herumschwimmen. Das kann ich doch, oder? Also in der Naturzone, da hat man dieses coole Wasserfahrrad. Vielleicht braucht man hier was anderes. Vielleicht ein Segelboot oder sowas ähnliches. So, Flucht. Nee. Ich komme hier nicht rein. Okay. Auch wenn ich A drücke, ne? Nee. Ich komme da noch nicht hin. Oh, Haspi-Orchien. Ich weiß, du liebst mich. Aber ich gehe mal weiter, ja? Ich erkunde jetzt mal hier ein bisschen weiter. Hier hinten war ich ja jetzt. Oh, Pummeluff. Hallo, Pummeluff. Ja, ja. Sei du mal böse. Und, oh, nee. Es kann ja Gesang. Das ist natürlich nicht ganz so cool. Max, sag's nicht einschlafen, okay? Wir machen einen Trugschlag. Sehr gut. Knuddler. Oh. Ah, super, Max, sag's. Ich liebe dich auch. Ich liebe dich. Komm. Hier. Hyperball. So, komm, Pummeluff. Dich habe ich doch wohl, ne? Ja, super, easy. Easy, easy. Ich glaube, Abra habe ich hier, glaube ich, wirklich nicht, oder? Gab es Imsela hier? Ich weiß nicht, ob es Imsela hier gab. Sein Lungenvolumen übersteigt das der meisten anderen Pokémon. Es senkt so lange Schlaflieder, bis seine Gegner eingenickt sind. Ich frage mich auch, ob es nur andere Galar-Formen gibt. Hier. Und nicht nur vom Fleckmon. Das wäre sehr interessant zu wissen. So, haben wir Abra oder nicht? Das ist die Frage. Ich glaube, wir haben es. Und? Oh! Wir haben es noch nicht, Leute. Das Problem ist, es wird sofort weg sein, deswegen müssen wir direkt fangen. Wegen Teleport. Super. Aber hat mir auch schon mal. Oh, ich habe jetzt gar nicht den Pokédex-Eintrag gelesen. Sorry. Egal, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Ja? Sieht ein bisschen besser aus. Bisschen besser. Noch nicht ganz so gut wie, haben wir dich? Oh, da hinten war ein Wailord. Habt ihr das gesehen? Ich hab's gesehen. Ich hab das große Wailord gesehen. King Krabi. Haben wir Krabi? Ja, Kingler haben wir. Okay, dann können wir hier Flucht machen. Dich brauche ich nicht. Schon mal sehr gut zu wissen. Da hinten ist das Wailord. Oh, ist das cool. Bewegt sich aber nicht. Beziehungsweise ein bisschen. Ein bisschen. Da haben wir dieses, Pokusan? Nee, ne? Wie hieß sie nochmal hier? Agrostella, genau. Agrostella. Dich haben wir aber noch nicht. Doch, haben wir auch. Aber du siehst so. Bist du ein Galar? Agrostella. Ich muss mal ganz kurz was gucken, ob das wirklich so aussah. Agrostella. Bilder. Also im Anime bist du auf jeden Fall dunkler. Aber du scheinst das schon zu sein, oder? Weißt du was, ich fange dich trotzdem mal, ja? Sicher ist sicher einfach. Sicher ist sicher. So, Kampf hier, Tuchschlag. Ich fange dich einfach mal. Du siehst schon ein bisschen anders aus, ja? Aber ich habe gerade keine Ahnung. Und das könnte mir wehtun. Ah, doch nicht. Geht. Geht, geht, geht. Giftfalle, oh. Fehlgeschlagen, super. So, Hyperball. Also, irgendwie sieht's anders aus, Leute. Sieht komplett anders aus.
Weiß nicht. Ich bin noch nicht überzeugt, ob es jetzt ein Galar ist oder nicht. Dazu mochte ich die siebte Generation nicht so. Um das jetzt zu wissen. Aber ich glaube, es ist normal. Könnte normal sein, Leute. Es tut mir leid, falls es normal ist. Dann haben wir Haspiorz hier. Hier haben wir auch Haspiorz, oder? Sieht danach aus. Wir schnappen uns dann mal hier die Energie. Da haben wir ein Magnetilo. Ne, ein Schlüsselding. Ein Klavion. Ein Klavion. Haben wir dich oder nicht? Schon so lange her. Ne, ich hab dich nicht. Aber du bist Geist, ne? Ne, bist du nicht. Okay. Och Gott, das macht ja überhaupt keinen Schaden. Okay. Oh, das macht aber guten Schaden. Dann. Wutanfall. Oh ne, dann ist es gleich tot, ne? Ah, das war vielleicht nicht die schlauste Attacke, die ich jetzt hier einsetzen hätte können. Ach, hat eh keine Wirkung. Okay, dann Tuchschlag. Dann mach weiter mit Tuchschlag. Oh, super, gelb ist super. Sehr gut gemacht, Max, Max. Max, Max. Nicht Max, Max. Nicht Max, Max. Hier, Pokéball, Hyperball. Freue mich schon, ich freue mich. Ich freue mich vor allem auf nächste Woche, Leute. Wenn dann das neue große Pokémon-Projekt angekündigt wird. Mit Bildern. Das wird schon cool. Ich denke, es wird tatsächlich ein Remake von Diamond and Pearl sein. Let's go, Johto, weiß ich nicht. Wenn dann, glaube ich, erst übernächstes Jahr. Aber es könnte das natürlich auch sein. Aber ich hätte lieber Diamond and Pearl erstmal, weil Johto haben ein richtig gutes Spiel mit Hartgold und Soul Silver noch, was man sogar noch spielen kann, was nur ansehnlich ist. Nee. No. In ein PC-Box. Beute. Wir geben mal hier eben jemanden. Ich weiß nämlich nicht, wo ich hier. So. Und hier auch. Ich weiß nämlich nicht, wo ich hier meinen Pokémon ein kann. Das ist ein Haspiorz. Pummeluff. Da oben liegt ein Pokéball. Den schnappen wir uns natürlich. Sonnenstein. Okay, cool. Pummeluff kann schweben. LOL. LOL. Seit wann könnt ihr schweben? Weil ihr so mit Luft gedingst seid, oder was? Jetzt bist du auch ein Pummeluff. Okay. Okay, also hier scheinen wohl. Ja, man könnte auch die Ausrufezeichen gleich mal gucken. Da sehen wir nochmal als Wildlord in der Ferne. Ist auch sehr cool. Okay, dann. Hier war noch was. Superball. Komm, Ausrufezeichen. Ich bin gespannt, was da drin ist. Ein Sensex. Okay. Ist nicht so cool. Ist nicht ganz so cool. Und Flucht. Dun, dun, dun. So. Da hätten wir noch ein Abra. Ich habe Angst, dass jetzt hier was passiert auf der Brücke. Dick. Dick? Dick. Ein Dick da. Dick da. Oh, Dick da. Hier steckst du also. Haha, du kleiner Ausreißer. Ich habe mir schon Sorgen um dich gemacht, Dick. Danke, dass du meinen Dick da gefunden hast. Ist das ein Alola-Dick da? Oh, wer hätte gedacht, dass ich hier jemanden treffe, der sich mit Regionalform auskennt? Du liegst ja goldrichtig. Dieses Dick da stammt aus der Alola-Region. Während meiner Reise durch Alola hat es mich mit seinen drei goldigen Härchen einfach völlig verzaubert. Deswegen habe ich vor meiner Abreise so viele von ihnen gefangen, wie ich nur konnte. Aber als ich nun einen kleinen Moment lang unachtsam war, haben sie sich in alle Himmelsrichtungen vergraben. Dick, Dick. Ich habe so meine Probleme, damit sie zu finden, wenn sie sich unter der Erde verstecken.
Aber du scheinst dafür eine Spinnnase zu haben. Würdest du mir einen Gefallen tun und auch nach den anderen Diktatoren suchen? Ja, gerne. Das ist unheimlich nett von dir. Mir fehlen regelrecht die Worte. Du hast bisher einen meiner Diktatoren gefunden. Das bedeutet, es fehlen noch 150. Alles klar. Falls du eins von ihnen findest, schick es bitte zu mir zurück. Okay. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, das war's mit diesem Part. Ist ein würdiges Ende, würde ich fast sagen. Obwohl, wir können auch eben gucken, ob wir da unten Wasserfahrrad fahren können. Was ich tatsächlich bezweifle. Aber wir können mal testen. Wir können mal testen. Nee, es geht echt nicht. Oh. Okay, das ist echt lang. Der Weg dahin. Aber es müsste eigentlich dann gehen später. Ja, Leute. Morgen kommt dann der nächste Part. Also, ich würde sagen, ne, morgen kommt doch ein Part. Ja, nicht alle 2 Tage, aber morgen kommt auf jeden Fall noch ein Part. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.